Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Herzliche Grüße aus dem heißesten Ort der Welt. Ich befinde mich gerade im Death Valley bei angenehmen 48 Grad und habe mir Hilfe von meinen beiden Kumpanen wieder besorgt, die sehr begeistert sind, dass sie heute hier mit mir drehen dürfen. Ich will nicht hier sein, das ist scheiße, ich will nach Hause. Und da wir hier weit entfernt von deutschen Grenzen und mitten im Nirgendwo sind, haben wir sehr, sehr viel Platz für schwarzen Humor. Intro. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was hat vier Beine und einen Arm? Keine Ahnung. Ein glücklicher Pitbull. Warum reisen siamesische Zwillinge gerne nach England? Ich weiß nicht, Phil, warum? Damit der andere auch mal fahren kann. Ha! Ein Mann sitzt am Abend zu Hause an seinem Tisch und überlegt, soll ich heute rausgehen und mir ansehen, was ich nicht ficken kann? Oder soll ich heute ficken, was ich mir nicht ansehen kann? Mein Kumpel ist böse auf mich, weil ich an dem Höschen seiner Schwester gerochen habe. Es hat auch nicht geholfen, dass sie das Höschen währenddessen noch getragen hat und dass ihre ganze Familie dabei war. Den Rest der Beerdigung seiner Schwester herrschte dann einfach recht unangenehme Stimmung. Welches Wort hätte Dianas Leben retten können? Taxi. Ah! Hey Phil. Hey Ming. Frauen brauchen keinen Regenschirm. Warum? Weiß ich nicht, Ming. Warum? Weil es auf dem Weg von der Küche ins Bett nicht regnet. Ha! Manchmal schon, aber nur aus meinem Sack. Ha! Warum lassen sich türkische Jungs mit 14 den Oberlippenbart stehen? Ich weiß das nicht. Sie wollen aussehen wie ihre Mutter. Das ist schön. Micha! Bitte! Warum essen Blinde so gerne Mohnbrötchen? Ich weiß es nicht, Phil. Sagst du es mir? Micha, da stehen so schöne Geschichten drauf. Sei ich voll mies. Jo Leute, da sind wir wieder. Jetzt filmen wir mal gerade aus Las Vegas raus. Hinter uns seht ihr das Caesars Palace, da wo auch größtenteils Hangover gedreht wurde. Beziehungsweise Caesar da gelebt hat. Ja, Caesar hat da gelebt. Ja. Wir mussten den Platz wechseln, weil in Death Valley die Kamera überhitzt ist. Also die ist durchgebrannt und ich hatte nur noch ein Temperaturding und sie hat nicht mehr aufgenommen. Aber jetzt machen wir einfach hier weiter. Hey Ming! Hm? Ich glaube, meine Frau ist tot. Warum? Im Bett ist sie wie immer, aber in der Küche ist sie sausteil. Wie nennen Kannibalen einen Skateboardfahrer? Wie denn? Rollbraten. Hey Phil, was ist der Unterschied zwischen einem Hochzeitsmann und einem Leichenschmaus? Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ein Gedeck weniger. Ah, okay. Micha. Phil. Warum essen Kannibalen so gerne Schwange? Ich weiß es nicht, Phil. Sag es mir. Wegen der Kinderüberraschung und der Extraportion Milch. Papa, ich hasse Silvester. Sei ruhig und halt verdammt nochmal die Rakete still, damit ich sie anzünden kann. Mama, wann darf ich wieder im Sandkasten spielen? Wenn du einen besseren Platz für Papa gefunden hast. Lehrerin zur Klasse. Was können Frauen, was Männer nicht können? Stimme aus der Klasse, ihre Tage haben, Kinder kriegen, nach dem Tod noch Sex haben. Warum bekommen Babys nach der Geburt einen Klaps auf den Po? Den dummen Kindern fällt der Schwanz ab. Ich mache immer Witze über Minderheiten, über schwule, behinderte und Frauen. Hey Micha. Hey Ming. Ich habe die abgetriebenen Kinder auch mit in den Stammbaum aufgenommen. Unter welche Rubrik fragst du dich? Entfernte Verwandte. Was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Epileptiker? Das eine gibt es mit Zimt und Zucker, das andere sitzt im Zimmer und zuckt. Was haben Analsex und Spinat gemeinsam? Weiß ich nicht, was denn? Wenn man als Kind zu viel davon hatte, dann mag man es nicht mehr. Meine Kinder sind mein größter Schatz. Du brauchst eine Karte und eine Schaufel, um sie zu finden. Ja, liebe Leute, ich hoffe, diese crazy Folge von Lustige Witze hat euch gefallen. Diesmal alles ganz schön abgespaced. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht doch auf www.patreon.com/masterjam. Dort könnt ihr mir Geld spenden, damit ich meine Ausrüstung verbessere. Besucht auf jeden Fall kaufmeinscheiß.de und schaut gerne bei mir vorbei wegen den Vlogs und bei Mr. Trashback wegen der Webserie. Ja, und auf kaufmeinscheiß.de wird es irgendwann diese T-Shirts geben. Genau. Okay, tschüss.